So, ja, herzlich willkommen zum heutigen Perspektivwechsel. Schön, dass Sie gekommen sind. Perspektivwechsel ist ein Gesprächsformat, bei dem Künstler aus allen möglichen Sparten mit Komponisten aus der zeitgenössischen Musik zusammentreffen und sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres künstlerischen Schaffens unterhalten, aus ihrer jeweiligen Perspektive heraus. Die Veranstaltungsreihe wird organisiert von Field Notes, einer Informationsplattform, die die Sichtbarkeit der neuen Musik in Berlin erhöhen soll und die den Akteuren der Szene Möglichkeiten zur besseren Vernetzung bietet. Alle zwei Monate bringt Field Notes ein kostenloses Magazin heraus, das haben Sie da vielleicht draußen gesehen. Und einmal im Jahr wird der Monat der zeitgenössischen Musik organisiert. Der Perspektivwechsel heute wurde organisiert in Kooperation mit dem Festival Ultraschall Berlin, das vom Kulturradio vom RBB und von Deutschlandfunk Kultur in einer Kooperation veranstaltet wird. So, das war jetzt der Werbeblock. Ich möchte direkt meine beiden Gäste vorstellen. Mein Name ist Leonie Reinecke. Wir haben heute gute 45 Minuten Zeit. Erfahrungsgemäß geht so eine Zeit relativ schnell rum in solchen Gesprächen. Es geht im Wesentlichen um elektronische Musik und gewisse Eigenheiten, die ihr anhaften. Und darüber reden gleich Enno Poppe und Eberhard Kranemann. Enno Poppe ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt, wenn Sie hier aus Berlin kommen und wenn Sie gerade im Konzert waren. Er ist Komponist und Dirigent und arbeitet in beiden Rollen mit Ensembles und Orchestern zusammen im Bereich der zeitgenössischen Musik. Und seit 1998, also über 20 Jahre jetzt, ist er fester künstlerischer Leiter des Ensemble Mosaik, das auch in Berlin ansässig ist und das gerade auch gespielt hat. Von Enno Poppe gibt es viel Instrumentalmusik, Elektronik, wenn ich das richtig sehe, eher weniger. Aber eben gerade um 14 Uhr gab es hier eine Aufführung des Stücks Rundfunk für 9 Synthesizer. Und dieses Stück wurde im vergangenen Herbst in Donaueschingen uraufgeführt. Und der Komponist, wenn Sie da waren, haben Sie es gesehen, steht nicht vorne und dirigiert und sitzt auch nicht unbeteiligt daneben, sondern er spielt mit als Solist. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Jetzt möchte ich noch Eberhard Kranemann vorstellen, direkt neben mir. Er ist studierter bildender Künstler und hat schon in seiner Jugend mit dem Kontrabassspielen begonnen, kam dadurch auch mit der klassischen Musik und dem Jazz in Berührung. In den 60er Jahren wandte er sich dann aber der experimentellen Musik zu. 1967 gründete er die Gruppe Pissoff und kurz danach war er in der Anfangsphase von Kraftwerk dabei, wo er Bass und Hawaii-Gitarre spielte, wenn ich richtig informiert bin, also die Phase, bevor Kraftwerk ausschließlich mit elektronischen Instrumenten gearbeitet hat. Anfang der 70er war er dann auch einige Zeit Mitglied der Gruppe Neu, eine Krautrockband, die eine Art Ableger der frühen Kraftwerk-Besetzung war. Viele von Ihnen kennen die wahrscheinlich auch. Also er hat im Grunde die ersten Entwicklungen der elektronischen Pop- und Rockmusik live miterlebt und mitgestaltet. Und auch heute noch ist er künstlerisch aktiv mit verschiedenen Projekten. Eines davon ist ein Duo mit Harald Großkopf, das heißt Krautwerk. Und ich würde sagen, insofern haben wir heute gar nicht wirklich zwei Künstler aus völlig verschiedenen Sparten da, sondern es sind ja doch zwei Musikschaffende, aber eben so ein bisschen aus verschiedenen Feldern und auch aus verschiedenen Generationen. Und ob es da jetzt Schnittmengen gibt oder nicht und wie die aussehen, das finden wir bestimmt heraus. Es geht, wie gesagt, um elektronische Musik und ihre Eigenheiten, wozu unter anderem die Tatsache gehört, dass sie im Gegensatz zur instrumentalen, in Klammern Kunstmusik, einem sehr schnellen Wandel unterworfen ist, was das Instrumentarium betrifft. Also die Hochphasen bestimmter elektronischer Instrumente scheinen, wenn man sich so die vergangenen Jahrzehnte anschaut, viel kürzer anzudauern als bei den traditionellen akustischen. Da gibt es eine relativ einfache Erklärung, warum das so ist. Unser Kunstmusikbetrieb ist ja bekanntlich voll von Anachronismen. Die Instrumente, die wir in Konzerthäusern
auf der Bühne sehen. Und genauso auch das meiste Repertoire ist über 100 Jahre alt oder noch deutlich älter. Und im Grunde ist das eine komplett, ja, artifizielle Welt, die eine ganz eigene Zeit hat und die auch nicht unbedingt gekoppelt ist an die Realität außerhalb des Konzertsaals. Deshalb muss sie sich auch nicht zwangsläufig weiterentwickeln. Das Instrumentarium ist relativ gut perfektioniert für den Zweck, für das es eingesetzt wird. Und bei der elektronischen Musik ist es eben anders, denn die ist schon immer zwangsläufig verbunden mit der Realität außerhalb des Konzertsaals, einfach dadurch, dass sie unmittelbar an elektronische bzw. elektrische Technik geknüpft ist. Und diese Technik ist wiederum im Alltagsleben der Menschen sehr stark verankert. Das heißt, kurz gesagt, das Feld der Elektronik ist oder entwickelt sich immer weiter im Hinblick auf einen konkreten, praktischen Nutzen. Und deshalb wird sie auch ständig verbessert, um eben mit der Zeit zu gehen. Und parallel dazu verändern sich auch Instrumente, Klangsyntheseverfahren etc. Und dieser Unterschied, denke ich, der bringt auch einiges an Problematiken mit sich, wie zum Beispiel, dass bestimmte Synthesizer nicht mehr gebaut werden, dass bestimmte Software schnell veraltet und dann geraten auch bestimmte Musikstücke in Vergessenheit, wenn sie an eine bestimmte Zeit gekoppelt sind. Und ich glaube, eine Beobachtung, die wir alle vermutlich machen, ist, dass je omnipräsenter das Digitale um uns rum so wird, desto stärker scheint so eine Sehnsucht da zu sein nach dem Analogen vielleicht oder eben zu einer Wiederbelebung des Analogen. Das ist unser Gedankenhorizont heute. Und bevor wir ins Gespräch kommen, noch ein kleiner Hinweis: Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, wenn bei Ihnen Fragen oder Anmerkungen auftauchen, dann können Sie die gerne in Ihren Köpfen sammeln und am Ende des Gesprächs stellen. Oder Sie grätschen einfach rein. Wir haben hier ein Mikro, was rumgegeben werden kann. Wenn Sie nicht warten können, ist das auch absolut in Ordnung. Ich versuche, Sie alle im Blick zu halten. Und jetzt noch, und dann höre ich auch auf zu reden, versprochen, bevor wir ins Gespräch kommen, wollte ich gerne noch einen kurzen Einblick geben in das, was unsere Podiumsgäste künstlerisch machen. Und da möchte ich jetzt gerne Beispiele zeigen, ganz kurz von Eberhard Kranemann, mit einem ganz jungen Beispiel von 2018, einer Kooperation mit Matthew Emmett. Und da sehen wir einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Video-Sound-Art-Performance von 2018. Wenn das Bild gleich kommt. Ich hoffe, Sie konnten das jetzt alle gut erkennen. Eberhard, vielleicht zwei ganz kurze Sätze dazu, für die, die es jetzt nicht genau gesehen haben. Ich habe zwar eine Performance im letzten Oktober in Plymouth in England mit meinem Kollegen Professor Dr. Matthew Emmett von der Plymouth University, der Spezialist für Medienkunst. Mit dem mache ich seit 4 Jahren zusammen. Er hat eher den Schwerpunkt Video-Art und zwar dreidimensional, spielt aber auch verschiedene Synthesizer live und ich mache auch Filmteile, mache es aber auch so, dass ich eben live Musik dazu spiele. Und hier kann man das sehen, riesige Leinwand, 20 Meter breit, 10 Meter hoch, die beiden kleinen Jungs stehen davor und machen sowas. Ne? Wir hören und sehen einfach direkt das nächste Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem vorhin erwähnten Duo Krautwerk mit Harald Großkopf. Musik
Also ich denke mal, dass Sie wahrscheinlich auch gehört haben, die Beispiele sind doch relativ unterschiedlich von der Klanglichkeit her, würde ich sagen. Aber in beiden Fällen ist Eberhard Kranemann als, wir würden es wahrscheinlich nennen, Composer-Performer unterwegs, beziehungsweise eigentlich Improvisator in diesem Fall. Und bevor ich jetzt noch ein Musikbeispiel von Enno Poppes Stück Rundfunk zeige, ganz kurz gefragt, wer hat das Stück denn noch nicht gehört? Ist irgendjemand hier? Bitte aufzeigen. Okay, da sind doch so ein paar Arme. Damit wir alle auf dem im doppelten Sinne. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und das nicht so bleibt, hören wir da auch noch mal rein. Ich habe mir erlaubt, einen kleinen Zusammenschnitt zu machen, wie so einen Veranstaltungsflyer von verschiedenen Stellen, weil das Stück doch so ja, sehr verschiedene klangliche Stationen durchläuft. Das ist, hätte eigentlich genügt, oder? Wenn wir quasi sagen, das ist, haben wir eine Stunde gespielt, aber das finde ich jetzt gerade absolut großartig. Was man hier sieht, ist bei der Aufnahme, das ist von der Uraufführung, was der SWR mit dem, was der Rundfunk, dem das Stück eigentlich gewidmet wurde, was sie daraus gemacht haben. Also das Stück ist so nah beieinander, das klingt eigentlich alles so mickrig. Das ist das, was die tatsächlich gesendet haben. Also ich finde das wirklich hochgradig erstaunlich, wenn wir vergleichen, was im Saal eigentlich möglich ist mit den Klängen und was quasi dann am Radio rausgelassen wird. Es ist eigentlich kein Wunder, dass neue Musik im Radio irgendwie immer so schlecht, so wenig Leute hat, die dazuhören, weil die Musik immer so leise gesendet wird. Also meine Erfahrung ist ja, dass der Ansager im Radio immer am lautesten ist und dann kommt die Musik, ist immer so ganz hinten, weil ich habe keine Ahnung, irgendjemand hat Angst davor, dass die Musik zu laut ist, dabei hört man ja Radio eigentlich beim Staubsaugen und deshalb muss die Musik eigentlich immer sehr laut, müsste sie eigentlich immer sehr laut sein. Aber die läuft ja nachts um 24 Uhr, da kann man ja nicht mehr staubsaugen. Ich würde jetzt gerne direkt zu dem Stück was fragen. Darf ich dazwischen fragen? Es stimmt im Radio, ne? Das ist Katastrophe, ne? Da ist der Level viel zu niedrig und dann hörst du nicht richtig, ne? Aber ich habe das erste Mal heute live gehört, was ihr gemacht habt. Es hat mir gut gefallen, aber ich fand das zu leise. Ja, auch im Saal, bei euch. Jetzt, ich bin eine andere Abteilung. Ne? Du kommst von der klassischen Musik, ich komme eher aus Rock- und Popmusik. Wenn ich spiele jetzt mit meiner Band Krautwerk, jetzt haben wir eine England-Tournee gemacht, so kleine Clubs, die haben Verstärker, solche Boxen, das ist dermaßen laut, das ist kaum auszuhalten, auch für uns Musiker auf der Bühne. Aber macht immer so, bumm. Und bei dir auf der Bühne ist es auch noch sehr vorsichtig. Also ich finde, du könntest es ruhig ein bisschen lauter machen. Ja, das finde ich interessant, weil ich glaube, was wir mögen, ist, dass wir den Range haben von dem Pegel. Also wenn wir quasi im Stück wirklich zart anfangen, weil wir erstmal zeigen, womit arbeiten wir überhaupt, und wir können das Stück dann nach und nach immer weiter aufmachen. Also das ist quasi eigentlich das natürlich... ja, wo ich sagen kann, okay, lass uns das ausprobieren, irgendwie laut. Das ist kein Feedback, das ich gut finde. Auf der Bühne ist es schon recht laut eigentlich, weil wir sitzen ja quasi und die Bordlautsprecher sind ungefähr 80 Zentimeter von unseren Ohren entfernt. Also da ist es dann relativ laut schon. Ich würde da gerne anknüpfen mit einer Frage. Wir hatten es ja jetzt schon anklingen lassen, dass du eher in diesem
institutionellen kunstmusikalischen Bereich arbeitest, du eher dich in Rock und Pop und wahrscheinlich so einer experimentellen Elektronik-Underground-Szene verortest. Ich habe die These, dass elektronische Kunst und elektronische Popmusik nicht so weit voneinander entfernt sind, vielleicht wie instrumentale Kunstmusik und Popmusik. Wie seht ihr das? Und wenn ihr das auch so seht, warum ist das wohl so? Ich würde hier einmal kurz dazwischen grätschen bei den Worten institutionell und underground. Weil wenn zum Beispiel Eberhard zeigt uns eine 20 Meter große Leinwand, die kriegen wir nie bezahlt. Also quasi ich bin so, die Institutionen, mit denen ich arbeite, können sich das nicht leisten. Der Underground quasi hat viel mehr Geld als wir. Ich habe keine Ahnung. Also quasi, ich glaube, wir müssen uns eigentlich davon verabschieden, von der Vorstellung, dass alles, was in irgendeiner Weise Klassik heißt, nämlich weil es mit Noten zu tun hat, dass das institutionell ist und dass quasi alles, was Rockmusik ist, dass das quasi unangepasst wäre. Also ich finde eigentlich, Rockmusik ist die Leitkultur. Das ist das, was quasi, das ist, worauf sich alle einigen können, dass das irgendwie cool ist. Und was wir machen, ist Underground. Und die Popmusik ist institutionell, so vom Gefühl her. Jetzt möchte ich diese Frage beantworten, ja, von Leonie. Also, sie fragte ja, gibt es da Gemeinsamkeiten? Ne? Wir kommen aus zwei verschiedenen Lagern. Ein Lager heißt klassische Musik, ein Lager heißt irgendwie doch schon Popmusik. So, ich wollte mich dann auf dieses Gespräch hier heute vorbereiten. Und habe dann mal auf YouTube geguckt, gibt es da von dem Enno Popper nicht was? Und dann ist tatsächlich dieses Stück, was du heute hier gemacht hast, ist da, Donau-Oesching-Aufführung. Also das hat mich umgehauen, weil ich dachte, das kann gar nicht wahr sein. Also ich kenne alte Stücke von dir, unheimlich schöne Stücke. So Streichquartett, ne? So Cello, Bratsche, zwei Geigen, 2004. So toll. Da habe ich gedacht, nee, ist das jetzt noch Schönberg-Webern oder man hört auf jeden Fall die klassische Bildung, die bei dir da auch eine Rolle spielt. Ne? So, und ich wusste nicht, dass du dich sozusagen in mein Gewerbe da jetzt einmischt. Und dann habe ich dieses Rundfunk gehört, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? Und dann habe ich aber, es juckte mir in den Fingern, habe ich gesagt, so, jetzt gucke ich mal, ich spiele mal was dazu, jetzt mit meinem Instrument in meinem Studio. Ich habe das einfach laut, nicht so leise wie du, laut über meine Box, richtig, baff, mach das immer so, da habe ich deine Musik gehört, dann habe ich meine Instrumente ausgepackt, einmal ein Synthesizer, dann eine Elektro-Gitarre und dann elektrische Cello zu deinen Sachen dazu gespielt. Aber zu den Stücken, die mir am besten gefallen haben, auch heute haben mir am besten gefallen die Stücke 2, 3 und 4, ich glaube es sind 6 Stücke, so dieser mittlere Block, boah, der hat eine Power, hat eine Intensität und dann habe ich einfach dazu gespielt. Und ich weiß, ich habe jetzt dich nicht gefragt, vielleicht haust du mich gleich auch, ich habe das dann sofort aufgenommen und ich wollte das als Information geben, wie nah wir zusammen sind. Hier, ich habe das mit einer CD gemacht. Da ist Enno Poppe und Eberhard Kranemann. Super, vielen Dank. Großartig. Ja. Noch eine, weil ich habe dann auf einmal so einen Spaß gekriegt an der anderen Musikform, die du da betreibst. Ich habe dann noch mal jetzt für mich meine Musik alleine Synthesizer gespielt. Ja. 3 Stücke, 20 Minuten. Immer das gleiche Stück, aber anders irgendwie. Als Information unter Kollegen. Das heißt, du bist bekloppt, ich bin aber auch bekloppt. Also super. Wer in dieser Branche arbeitet, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Und das muss aber sein. Das muss sein, weil diese Gesellschaft so beschissen geworden ist, so angepasst und so normal. Ich halte das kaum noch aus und er wohl auch nicht. Ja, dann haben wir eigentlich die Gemeinsamkeiten schon rausgearbeitet. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal sozusagen ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zwar, wir können direkt wieder bei Ennos Stück ansetzen eigentlich. Du hast ja da gewisse Sounds von, ja, man kann es historische Instrumente aus den 60er, 70ern nennen, rekonstruiert. Das Paradoxe daran ist ja so ein bisschen, dass damals diese Sounds hatten sowas sehr, naja, in die Zukunft weisendes und so ein utopisches Potenzial von, das hat man noch nie gehört, das ist jetzt was ganz Neues. Und wenn man das heute hört, dann kommen immer mal so, hat man immer mal plötzlich so Nostalgie-Momente im Kopf und hat das Gefühl, wow, das ist doch etwas, was der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise angehört. Wie ist das für dich, was ist deine Haltung zu diesen Klanglichkeiten? Hast du
in deinem Stück auch so sehr stark diese Nostalgie-Momente oder möchtest du da eigentlich was anderes machen mit diesen Sounds? Beides. Also das, natürlich möchte ich was anderes machen, das ist völlig klar. Und dass aber die bestimmte Klänge meistens ein ganz enges Zeitfenster abbilden. Also bestimmte Samples quasi waren von irgendwie 1982 bis 19, also bis von Frühling 82 bis Herbst 83 durfte man die benutzen und danach musste man einen anderen Klang nehmen. Das ist irgendwie ganz klar. Man kann darüber quasi Popmusik extrem genau datieren über die verwendeten Synthesizer. Ja, ich habe vor über 10 Jahren mit der Musikfabrik zusammen ein Improvisationsprojekt gemacht. Da hatten wir eine Synthesizer-Sammlung, quasi historische Synthesizer genommen, hatten die Bühne vollgestellt mit, das war hier bei der Märzmusik auch, weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, die Bühne war voll mit diesen historischen Synthesizern, auf denen, für das war komplett unmöglich zu komponieren, sondern diese Synthesizer, die waren zum Teil auch halb kaputt, also da kann man wirklich nur gucken, dass man so ein bisschen rumspielt. Und da fand ich das extrem faszinierend, dass quasi dieses nostalgische Element bei den Originalinstrumenten noch viel stärker ist. Da hatten wir auch so eine Philips, irgendwie so ein Klanggebläse, irgendwie keine Ahnung, also wirklich so absolut zum Teil cheesy Instrumente. Das ist aber 10 Jahre her. Also für dieses Stück war es eigentlich nicht so, dass ich jetzt quasi gesagt habe, ich will 1:1 den DX7 haben und mein Sound soll genau sein wie dieser Sample aus Ghostbusters, sondern es geht wirklich um was anderes. Man hat, glaube ich, genügend Assoziationsräume, die dadurch geöffnet werden, aber es passiert ja was vollkommen anderes. Also zum Beispiel dieser nachgebaute Moog, der in dem Stück drin vorkommt, also der Original, der Mini-Moog, er kann nur einen Ton spielen auf einmal und ich habe eine 25-stimmige Polyphonie. Der Moog ist temperiert gestimmt und ich kann ich kann quasi die Stimmung so oft ändern, wie ich möchte. Und mein Moog ist speicherbar und ich habe 9 Stück davon. Also ich habe im Grunde 9 25-stimmige mikrotonale Moog-Synthesizer, die insgesamt einen Klang ergeben, der wirklich sich in etwas vollkommen anderes verwandelt. Das erkennt man schon, wenn man verstimmte Klaviere hat. Ab einer bestimmten Verstimmung klingen die gar nicht mehr wie Klaviere, sondern wie andere Instrumente. Und das ist das, was wir eigentlich auch erleben. Also es geht überhaupt nicht so stark um das Simulieren, sondern es geht darum, es geht nicht um das, um die Vergangenheit, sondern es geht darum, dass ich liebe die Musik aus den 70ern und irgendwie Tangerine Dream und diese ganze cheesy Musik aus der Zeit, diese Elektromusik, hatte aber immer das Gefühl, man kann mit diesem Zeug unglaublich viel noch machen, was einfach damals nicht gemacht wurde, weil quasi viele von den Leuten haben Klänge benutzt und sind aber, was die quasi musikalische Faktur anbelangt, eigentlich nicht so weit gekommen. Die sind, was die Syntax, Harmonik und irgendwie Struktur und all das, sind sie im Grunde nie so weit gekommen, wie man hätte kommen können, sondern es wurden dann neue Instrumente erfunden, kam der Fairlight, dann kam MIDI und dann kamen wieder andere Instrumente. Und es wurde quasi, die Syntax wurde nicht verändert, sondern es wurden immer neue Instrumente genommen und quasi aber immer tanzbare Musik zu machen. Und das ist eigentlich nicht das, was mich interessiert, sondern mich interessieren die Klänge in der quasi in einer komplett anderen Verwendung. Ja. Ganz, ganz kurz eine kleine Anmerkung für die jetzt Rundfunk noch nicht gehört haben auf der Bühne. Da haben jetzt eben auch keine historischen Originalinstrumente gestanden, sondern das sind alles MIDI-Keyboards, die mit Computern verbunden sind und deshalb gibt es eben auch die Möglichkeit, dann den Mini-Moog so mehrfach da zu haben auf der Bühne. Genau. Ja, du hast gesagt, das finde ich auch richtig, dass in der Popmusik die Synthesizer einseitig verwendet worden sind und dass das Potenzial, das in diesen Geräten steckt, nicht ausgeschöpft worden ist. Das stimmt. Und das liegt daran, dass die Personen, die Popmusik machen, ein ganz anderes Bewusstsein haben. Auch wenn es oft gute Musiker sind, die wollen immer diese rhythmische Struktur haben und innerhalb der rhythmischen Struktur 4/4, bam, 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 da Sounds irgendwie oben drauf. Und das ist ein bisschen dürftig. Davon bin ich ja auch schon lange abgerückt. Und es ist viel spannender, die Geräte so einzusetzen, dass man ganz merkwürdige, andere, ungehörte Klänge rausholt. Ich habe ja angefangen als normaler Kontrabassspieler, dann habe ich hinterher Saxophon gespielt, Cello, Elektro-Cello, Elektro-Gitarre, viele verschiedene Instrumente.
und versuche auch mit den normalen Instrumenten an so Grenzen zu kommen. Und ich, manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt so Elektroschule spiele, da ist auch sowas drauf, da, das klingt manchmal gar nicht wie Cello, sondern auch nicht wie Synthesizer, irgendwo dazwischen, aber noch ganz andere neue Klänge, die man noch nie gehört hat. Und das versuche ich eben, neue, ungehörte Klänge zu machen. Und wenn Popmusiker einfach nur Reproduktionen von Bum-Bum machen, dann ist das mir das zu wenig. Und das liegt leider auch an dem System der Unterhaltungsmusik. Unterhaltungsmusik, das ist ja diese komische Diskrepanz, E- und U-Musik. Die U-Musiker wollen Geld verdienen, die müssen eine Plattenfirma finden und die bezahlt dann da irgendwie was. Und das sind dann leider heute immer noch, selbst wenn sie mit Synthesizern arbeiten, ist es ein Vierviertelrhythmus, es sind Strophen und Refrains, also dann ABA-Form und meistens 8 Takte, die sich immer wiederholen. Das ist ja damals langweilig und da kann auch nichts Neues passieren und das ist leider schade. Und deswegen ist es notwendig, dass dann Leute kommen und sagen, nee, also ich benutze den Synthesizer mal anders und mache ganz andere Klänge. Darf ich direkt nochmal was nachfragen zum Stück, was mir jetzt gerade einfällt, ist ein anderes Thema, aber ist mir gerade eingefallen. Also, ich habe mir vorher die Fragen gestellt, schreibt der Enno Poppe ganz normal richtig Noten auf und diese neuen Musiker spielen die nach Sachen ab? Das wusste ich bis heute nicht. Ich durfte vorhin auf die Bühne gehen, mir das angucken. Und dann haben die neuen Musiker wirklich traditionell richtig Noten da stehen und die spielen nach Noten die Stücke ab. Das ist also Respekt, dass das so gut funktioniert. Denn ich habe schon beim Hören, ich glaube, das war ein Stück... Im fünften Stück waren so komplizierte rhythmische Fragmente drin. Also ich habe das früher auch mal gelernt, Noten spielen, aber ich glaube, ich könnte das heute gar nicht mehr spielen, weil es waren rhythmisch vertrackte Stellen. So, dann habe ich mir überlegt, wo ist die Eins? Als Musiker machst du ja immer die Eins mit. Bang, bang, da ist die Eins und jetzt ist die Und. Und wo kommt der Ton jetzt her? Da waren ja Töne, die waren weder auf der Eins noch dazwischen, da war vollkommen dazwischen. Ja, und da habe ich aber gedacht, nee, wie kann man das denn spielen? Du, der Hammer ist, du mit deiner Band, sagen wir mal, das sind ja gute Musiker, die können das wirklich spielen. Das hat mich gewundert. Das Entscheidende ist ja, die Musiker, die das gewöhnt sind, nach Noten zu spielen, werden durch das Spielen von Noten frei. Also die spielen frei mit Noten, weil sie quasi dort etwas haben, worauf sie sich verlassen können. Also wenn man das improvisieren müsste, wäre es in der Form nicht möglich. Das System von dem Stück ist, wenn man das weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Ich spiele immer auf die Eins. Also egal, was ich mache, da wo ich bin, ist immer die Eins. Und genau. Wie meinst du? Genau. Und die Musiker haben, sie haben die gesehen, die haben Kopfhörer, die haben keinen Click-Track, sondern auf dem Kopfhörer hören sie meinen Part. Das heißt, die Musiker haben die erste Stimme, haben sie in ihren Noten drin und können quasi einfach immer mit mir spielen. Das heißt, ich bin mit jedem Musiker auch in so einer Art Dialog. Also die sind untereinander nicht so stark verbunden. Das ist wirklich sehr schwierig auf der Bühne in der Situation, das gut durchzuhören. Die kriegen auf dem Kopfhörer, kriegen die mich und ich bin aber quasi einmal über Sichtkontakt, aber zum Teil auch über akustischen Kontakt mit jedem anderen in Dialog. Das heißt, wir sind mit diesem System, haben wir eine gewisse Fehlertoleranz, also das ist quasi, was mit MIDI überhaupt nicht funktionieren würde, wenn man einmal raus ist mit MIDI, ist man raus. Und wir sind andererseits aber in der Lage, über eine Stunde ein flexibles, wechselvolles, harmonisch und rhythmisch wirklich unglaublich variables System zu spielen, was wir in der Form improvisatorisch niemals hinkriegen würden. Also das wäre einfach, ist bei Improvisation ist toll, aber es kommt was völlig anderes dabei raus. Ja, es ist so, mich hat es, als ich das in Luxemburg gesehen habe, in so einem kleineren Raum, an so ein barockes Kammerorchester ein bisschen erinnert. Ich würde ganz gerne an der Stelle auf was eingehen, was ich gelesen habe, was der Sebastian Berweck, ein Pianist, geschrieben hat. Und zwar beschwert er sich, dass es an Musikhochschulen Elektronik nur als Studiengang für Komponisten gibt und nicht als instrumentale Ausbildung für Musiker. Ich könnte mir denken, dass das so ein bisschen daran liegt, dass die Elektronik eigentlich ja so ein Zwitterwesen ist, also dass sie eben von Komponisten, Interpreten in Personalunion realisiert wird, gerade wenn man jetzt Tonbandmusik hat. Dann gibt es das ganze Feld der Improvisation, wo auch viele Leute
aktiv sind, und eine Instrumentalausbildung im Bereich der Elektronik wäre vielleicht noch so ein bisschen am ehesten zu vergleichen, habe ich gedacht, mit dem, was man als Schlagzeuger macht. Da muss man ja auch unfassbar viele verschiedene Instrumente lernen, aber es gibt doch so ein Grundsetup, was klar ist und was festgelegt ist. Und bei elektronischen Instrumenten wäre ja auch erstmal die große Frage, welche Instrumente überhaupt. Natürlich ist es wichtig, dass Instrumentalisten das spielen können, damit sich ja möglicherweise ein Repertoire entwickeln und konservieren kann. Wie seht ihr das? Wie wäre da Handlungsbedarf? Beim Ensemble Mosaik ist es ja so, dass wir dort Musiker haben, die im Spielen mit Elektronik extrem versiert sind. Also für mich ist das klar eigentlich gewesen, dass ich für Mosaik so ein Stück schreiben kann. Das sind ja nicht alles Pianisten. Wir haben ja dort Leute, die eigentlich mit der Tastatur wesentlich weniger Erfahrung haben als im Umgang erstens mit Elektronik und zweitens im Umgang miteinander als Band. Also quasi dieses, das ist ja auch etwas, was man erst lernen muss, dass man quasi weiß, wie probt man so ein Ding überhaupt. Man braucht eine hohe Lärmtoleranz, weil in den Proben fliegen einem wirklich die Ohren weg. Also ich könnte mir das quasi mit weniger abgehärteten Musikern als den von Mosaik wären die Proben katastrophal geworden, weil in den Proben wird so ein Stück immer viel zu laut. Die Frage quasi, wie entwickelt man das? Das ist wirklich, wir sind bei Mosaik seit vielen Jahren eigentlich da relativ weit vorne, was das anbelangt, dass jeder Musiker für seine Elektronik wirklich auch selbstverantwortlich ist. Das ist zum Beispiel das, was man tatsächlich an Musikhochschulen nicht lernt, dass das Mikrofon, also Musiker, die mit Mikrofonen spielen, viele sagen einfach, stell mir dein Mikrofon irgendwo hin und ich spiele einfach. Oder das ist so ein klassischer Musiker, weil für den ist das Mikrofon ein Fremdkörper. Aber eigentlich hat man überall Mikrofone, selbst wenn man eine Aufnahme macht, kann man mit dem Mikrofon unglaublich viel machen. Allein wenn ich das Mikrofon, also das geht ja damit schon los, was mache ich alles mit dem Mikrofon? Und das ist ein Teil des Instrumentariums. Der Lautsprecher ist ein Teil des Instrumentariums. Also wie kann man sich eigentlich zu diesen Geräten als Instrument verhalten? Das kann man kann natürlich immer fordern, dass das institutionalisiert wird, dass quasi, das muss eine Ausbildung geben. Es kann aber auch anders so sein, dass wir einfach sagen, wir sind als Ensemble, machen wir das, weil es uns interessiert und wir kommen damit irgendwie nach vorne und entwickeln auch einen spezifischen Klang. Ich glaube, das ist bei Popmusik wesentlich klarer, dass das Mikrofon, also ohne Mikrofone eigentlich irgendwie relativ uncool wäre. Ja, also ich muss auch noch mal was sagen zu der Frage von Leonie. Ich habe den Eindruck, die Frage von Leonie, die sich auch auf Sebastian Werbecks Frage bezieht, ist wohl die Zukunft der Ausbildern von Musikern mit elektronischen Geräten. So, es stimmt, diese Ausbildung ist viel zu gering, findet kaum statt oder eigentlich gar nicht statt. Aber es gibt eine unglaublich spannende Entwicklung von ganz jungen Leuten. Wenn man heute junge Leute fragt, also jetzt ernsthafte junge Leute, die Musik machen, und man fragt die, welches Instrument spielst du, dann sagen die Laptop. So, erstmal fasst man sich an den Kopf, weil man weiß, Laptop, natürlich, auf dem Computer ist auch viel, sagen wir mal auf Deutsch, Scheißdreck drauf. Ne? Da kann jeder Doofe irgendwo draufdrücken, dann macht es bum, bum, bum und der macht drei Töne so. In einer Minute hast du das gelernt, hast ein Stück gemacht. Gibt es auch. Ne? Aber man kann mit dem Laptop unglaublich intelligent umgehen. Das sind so tolle Computertechniken heute. Die haben ja Programme in einem Laptop enthalten, sind alle Orchester der Welt. Die kann man sich hochladen, muss man irgendwie 300 Euro zahlen, dann sind die auf dem Laptop drauf. Und dann gibt es so Programme wie Ableton Live und gibt ganz viele verschiedene Programme, mit denen kann man unzählige Spuren, hunderte Spuren nacheinander voll machen mit Kompositionen, dass man Musik komponiert mit dem Laptop. Das geht und das machen viele junge, auch ernsthafte junge Leute, sagen wir mal, die ernsthaft Musik machen. Das gibt es und das ist eine Zukunft, die auf uns zukommt. Und das sind Leute, das sind junge Leute, ich kenne auch ein paar von denen, die das ganz ernsthaft betreiben. Und das sind wirklich Leute, ja, um die 20 rum und die schlafen 4 Stunden. In der Nacht und die arbeiten 20 Stunden. Die sind nicht bescheuert. Die sitzen nur an dem Ding und kriegen viereckige Augen und machen nur so. Das wäre mir auch zu viel. Ne? Aber das ist aber die neue Entwicklung.
für mich selber, ich finde das toll, dass es das gibt, aber ich finde es auch ein bisschen langweilig. Ich bin manchmal in solche Konzerte von Freunden gegangen, dann ist da auf dem Tisch ein riesiger Saal, so ein Tisch und da steht ein Laptop drauf und da ist ein junger Mann, sitzt auf dem Stuhl und der gibt nur auf dem Laptop irgendwie Mausklicks ein, der bewegt sich gar nicht. Ja, und dann kommt das automatisch runter. Nee, also das ist ja langweilig. So ein Konzert möchte ich gar nicht gehen. Also guck mal, wir könnten dieses Konzert, das wir heute gemacht haben, auch auf unseren Laptops spielen. Wir bräuchten die Keyboards überhaupt nicht. Rein theoretisch könnte man quasi auch statt Noten, könnte ich da Buchstaben reinschreiben. Man schreibt den ganzen, spielt den Tonsatz, dann würde man eine E-Mail schreiben und spricht dann immer auf die 1, schreibe ich immer ein M oder irgendwie sowas. Ja. Das ist aber performativ tatsächlich fürchterlich. Also man braucht ganz irgendwie etwas tatsächlich auch zum Sehen, weil das ist eine Vermittlung, es reden immer über Vermittlungsprojekte. Für die Vermittlung ist ja, dass man spielt und quasi, dass es eine Bindung gibt auch über das Auge. Ich habe aber eine Frage an dich jetzt, weil wir über Ausbildung gesprochen haben. Das Interessante ist ja, dass Kraftwerk und diese ganze Düsseldorfer Szene, diese ganzen Big Bands, die dort in den 70ern waren, die kamen ja alle von der Kunstakademie, da kam ja eigentlich keiner von denen von der Musikhochschule. Außer Can waren die einzigen, die in der Musik, aber die waren noch in Köln. Und wie kam das eigentlich mit Düsseldorf und der Kunsthochschule? Wie kam das, dass es dort diese musikalische Explosion und diese Kreativität gab? Wo kam das her? Ja, also ich habe ja an der Kunstakademie Kunst studiert. Ich wollte gar nicht Musiker werden, ich wollte Maler werden. Abstrakte Malerei und in Galerien, Museen, dann da mache ich ja heute auch noch, klar. Aber ich habe eigentlich zwei Berufe, Malerei und Musik, ne? Mache ich parallel. Und ich habe also Malerei studiert und parallel zur Malerei in meinem Atelier in der Kunstakademie hatte ich einen Schrank und da hatte ich ein Tenorsaxophon stehen. Ich konnte nicht Tenorsaxophon spielen, habe es aber trotzdem gemacht. Habe da so reingeputet. So Klänge, schreckliche Klänge. Aber wirklich so jeden Vormittag, wenn ich da ankam, erstmal so von 10 bis 11. Und hat sich dann rumgesprochen an der Kunstakademie. Der Blödmann da ist da wieder dran. Aber ich durfte das, es hat keiner gestört. Und interessanterweise hat das der Josef Beuys auch gehört, der damals Professor war. Und dem hat das gefallen und er hat dann seine Handaktion gemacht im Cream Cheese in Düsseldorf und da durften wir dann mit unserer Piss-Off-Band, nannte sich das, so Musik machen. Aber auf Deutsch gesagt war das keine Musik, sondern Antimusik. Es war Lärm, es war Krach gegen die gesellschaftlichen Zustände. Das war 1968. Da war ja ganz tiefer Muff irgendwie noch. Der Muff von Adenauer und Kohl saß in den Kleidern. Es war so schrecklich. Und das war, was wir gemacht haben. Es gab ja so eine richtige Studentenrevolution, Dutschke und so, die haben mit Steinen geschmissen. Und wir haben auch mit Steinen geschmissen, aber mit kulturellen Steinen. Ne? Zum Steineschmeißen auf der Straße gegen Polizei waren wir wahrscheinlich zu feige. Das heißt, wir haben das akustisch gemacht. Wir haben so Performances gemacht, wir haben uns da mit 5 oder 6 Leuten auf die Bühne gestellt, Verstärker, sehr volle Pulle, auf 10 gestellt und dann gehämmert, 3 Stunden ohne Pause gehämmert. Wobei die Verstärker 68 auch noch nicht so laut waren wie heutige Verstärker. Nee, oder? Also das genau, das war für uns war es auch schon ziemlich laut. Und dann, was auch damals natürlich, kann man nicht verheimlichen, hatte auch was mit Drogen zu tun. Wir haben alle Drogen, die es gab, da eingeschmissen, auch vor und während der auf der Bühne. Wir waren gar nicht anwesend, wir waren vollkommen weg und nur so das Zeug irgendwie ausgeladen, die Seele ausgekotzt nach außen, so Antimusik. Ne? Es war auch dissonant und schrecklich und laut. Und interessanterweise bei diesem Konzert habe ich zum Beispiel auch Klarinette gespielt. Ich konnte nicht Klarinette spielen, hatte an dem Tag aber eine Klarinette geschenkt bekommen. Ich habe die natürlich gleich mitgenommen und dann auf der Bühne immer, man hört das, ich habe noch eine Aufnahme von damals. Das Greifen der Klarinette ist wirklich schwer. Beim Saxophon ist es leichter, bei der Klarinette muss man diese Löcher, diese Tonlöcher finden. Die habe ich gar nicht immer gefunden. Da kommen so Kiekser raus, ganz fürchterlich. Passt aber zur Musik, war genau richtig. Aber wie ist dann der Weg von da zu Autobahn? Weil das ist ja dann nur wenige Jahre später und von einer geradezu entwaffnenden Harmlosigkeit. Ja, das ist wahr. Und zwar meine Freunde von damals, Florian und Ralf, ne? Ralf Hütter und Florian Schneider-Essleben, mit denen habe ich ja angefangen, die ersten 5 Jahre. Und dann musste ich aus der Band austreten, weil ich da meine Examenszeit hatte an der Kunstakademie Düsseldorf, Malerei, da musste ich auch eine Arbeit schreiben. Und da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht proben, nicht auftreten, ich brauche mal Ruhe. So, dann haben die beiden erstmal alleine weitergemacht. Und dann sind die in sich gegangen und dann haben die wohl gemerkt, nee, mit dieser schmutzigen Musik, die wir da machen, mit dem Kranemann, damit können wir kein Geld verdienen. Und dann haben die sich plötzlich die Haare geschnitten.
die hatten auch erst lange Haare, kurze Haare, haben sich Anzüge angezogen und haben ganz exakte, saubere, klare Musik gemacht. Also, und das ging dann eben auch so weiter, ne, bis hier zur Autobahn. Und hinterher ist es noch sauberer, noch klarer geworden. Und heute ist es ja auch keine experimentelle Musik mehr, sondern reine, ist, man kann wirklich sagen, reine Unterhaltungsmusik geworden, weil der Ralf Hütter, der als einziger von damals übrig geblieben ist, das an die Mode der Zeit angepasst hat. Ach, das ist ein interessanter Vergleich zu deinem Ansatz. Dein Ansatz ist ja, du möchtest die Klänge von 1970 bis 80 erhalten, auch was Kraftwerk damals gemacht hat, ist dir auch gelungen, stimmt. Und der Ralf Hütter macht mit Kraftwerk genau das Gegenteil. Er hat ja diese Klänge damals mit dem Florian zusammen, die beiden haben sie ja erfunden, erstmal in die Welt gesetzt. So, aber er, allgemein sagt man, der Ralf Hütter geht ins Museale mit Kraftwerken, er will das Alte erhalten. Das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht wahr. Das wird in der Öffentlichkeit so verbreitet, er macht genau das Gegenteil. Er ändert, der Kraftwerkklang geht heute in reine Disco-Sounds über. Es macht wirklich, seit 30 Jahren gibt es von Kraftwerk keine neue Musik mehr, sondern es wird nur die alte Musik alle 2-3 Jahre neu aufgelegt, LPs, CDs, DVDs. Ja, remixed. Ja, Remix werden ganz teuer verkauft, super und alle sind geil, auch neu. Ja, das sind die alten Stücke, die 30, 40 Jahre alt sind, aber das ist eben umgeändert in einer Art Disco-Form, ne? Und das ist mir etwas zu platt. Das macht wirklich immer nur ganz laut, ich war mal bei so einem Kölzchen, boom, boom, boom und oben drauf. Ja, das ist zu wenig. Und vielleicht noch eine Ergänzung und dann bin ich da mit dem Thema erstmal durch. Dann habe ich vor 2 Jahren mit meinem Freund Harald Großkopf die Band Krautwerk gegründet. Irgendwie, weil wir auch den Eindruck hatten, nee, so kann das mit Kraftwerk nicht weitergehen. Die verlottern ja, die gehen ja ins reine Digitale. Wenn die heute Konzerte machen, die tun so, als ob sie live spielen würden. Die spielen gar nicht live. Die machen nur einen Mausklick, läuft 1,5 Stunden durch, das Konzert zu Ende. Die tun so, als ob sie Musik machen. Es ist alles von der Festplatte, ist nichts live. Das ist eigentlich für mich Betrug am Zuhörer. Das ist auch schon sehr lange, oder? Roboter war doch eigentlich... Nee, da haben sie noch ein bisschen live gespielt, aber schon seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt eine neue Band, die heißt Krautwerk. Klingt ein bisschen ähnlich, Kraftwerk ging nicht. Also Krautwerk. Und wir setzen da an, wo Kraftwerk vor 30 Jahren aufgehört hat. Nämlich schon eine rhythmusstrukturierte Musik, aber mit experimentellen Anteilen, was bei Kraftwerk vorbei ist. Und von daher, wenn wir jetzt auftreten, wie jetzt in England im letzten Jahr oder im letzten Jahr habe ich auch in China gespielt, Slowenien, Österreich, da rumgefahren, dann machen wir das so, dass wir, der Harald bedient diese Laptop-Abteilung, so rhythmische Strukturen, und ich mache da drauf mit dem elektrischen Cello, mit Geige, mit Gesang kann man das nennen, nicht nennen. Ich mache Geräusche mit dem Mund, ich benutze die Stimme, um damit auch Musik zu machen. Ne? Das heißt, es ist eine Mischung von Struktur mit experimentellen Sachen. Und so hat eigentlich Kraftwerk auch angefangen. Und das finde ich viel spannender als nur ein Laptop. 4 Laptops stellen die Jungs hin bei Kraftwerk heute, drücken auf Play, das läuft automatisch ab. Ja, aber ist es nicht. Ne? Also für mich ist es das nicht. Aber das ist natürlich auch geschickt sozusagen. Da wird ja was bedient, was dann verschiedenen Zielgruppen gefällt. Also dann kann man sozusagen einerseits dieses, was wir gerade so als Nostalgie besprochen haben, kann man weiter feiern und trotzdem hat man es in der aktuellen Soundwelt verortet. Mich würde jetzt interessieren, was jetzt Krautwerk betrifft oder auch überhaupt deinen Ansatz. Du hast gerade gesprochen von den jungen Leuten mit ihren Laptops. Aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du ja auch nicht nur dich ausschließlich auf Instrumente fokussierst, die es jetzt früher mal gegeben hat und die es nicht mehr gibt oder die schwer zu beschaffen sind oder absolut schwer zu bedienen sind oder die schnell kaputt gehen, sondern dass du eben auch diese neuen, also den Wert dieser neuen Instrumente oder dieser neuen Techniken und der digitalen Klangsynthese und so weiter schätzt. Ist es dir egal, womit du arbeitest, oder nimmst du einfach alles, was dir in die Hände fällt an Instrumenten, egal aus welcher Zeit es kommt? Oder versuchst du auch zu sagen, na, ich nehme jetzt immer die neuen digitalen Versionen, weil im Grunde viel Digitales ist ja auch einfach nur eine Rekonstruktion des Analogen. Wie gehst du da vor? Nee, das ist mir nicht egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz altmodisch. Am liebsten spiele ich noch, in Anführungsstrichen, richtige Musikinstrumente wie
Cello oder Geige oder Saxophon, weil ich brauche das Anfassen, ne? Ich brauche die Bewegung. Und das andere ist mir eigentlich zu künstlich, da nur mit dem Laptop dann Sachen eingeben, das mache ich zwar auch, aber eher notgedrungen, weil ich gerne diese Klangkombination haben möchte von alten und neuen Instrumenten. Und Laptop ist eben ein neues Musikinstrument, das unglaublich schwer zu bedienen ist, was ganz differenziert ist, mit denen man ganz viele Klänge machen kann, die aber auch interessant sind. Aber ich brauche diese Klänge eher als Grundlage, die setze ich mir dahin, um darauf was anderes mit herkömmlichen Instrumenten zu spielen. Ich würde noch gerne als Abschluss Gedanken, weil die Zeit schon drängt, oder als Abschlussfrage an euch beide richten. Man spricht ja immer so von diesem großen Gegensatzpaar digitale versus analoge Klangsynthese. Und da fällt dann auch immer wieder, dass es einen typisch analogen und einen typisch digitalen Sound gibt. Mich würde interessieren, findet ihr, dass es das wirklich gibt oder wird da irgendetwas in etwas hineingeheimnisst, was wir vielleicht so sehen wollen? Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also natürlich quasi ein Purist würde sagen, dass ein analoger Moog irgendwie, dass der einen Punch hat oder keine Ahnung und da ist eine Flankensteilheit von irgendwie so und so viel Prozent und das ist so, ist mir ehrlich gesagt nicht nur das egal, sondern mir ist es auch quasi der kompositorische Ansatz, ob ich jetzt ein Stück für Elektronik schreibe oder ein Streichquartett oder ein Orchesterstück oder eine Oper, das ist erstmal zunächst das, was ich als Vorbereitung und als gedankliche Leistung dort reinbringen muss, ist davon vollkommen unabhängig. Also quasi das Komponieren, natürlich sind die Fragestellungen unterschiedlich und es kommen andere Stücke dabei raus. Es wäre furchtbar, wenn die Stücke alle gleich wären. Also ich versuche eigentlich jedes Mal wirklich eine andere Art von Systematik zu haben und eine andere Art von Musik zu schreiben, aber die Herangehensweise, dass ich einen Klang, mit dem ich arbeite, dass ich den analysiere, dass ich den beobachte, dass ich da möglichst nah rangehe und schaue, dass ich den rumdrehe und versuche quasi etwas vielleicht Sinnwidriges zu finden oder etwas zu finden, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie meins und da klingt die Musik nach mir und das ist etwas, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Das ist quasi davon erstmal vollkommen unabhängig. Da ist die Frage analog, digital, analoge Klangsynthese ist mir dabei relativ wurscht. Also weil was mich wirklich immer sehr interessiert ist Mikrotonalität. Und Mikrotonalität ist eigentlich mit diesen Tastaturinstrumenten irgendwie nur schwer zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht mit dem Mixtur-Trautonium kann man da nochmal ganz tolle Sachen machen. Muss aber irgendwie nicht sein. Also das ist nicht kein vordringliches Interesse. Also vielleicht ist das auch eher so ein Liebhaberding, wenn man sich da jetzt ein Melloton kauft und zu Hause hinstellt. Also ich bin ja jetzt auch daran interessiert, dass man die Wiederaufführbarkeit von Stücken irgendwie gewährleistet ist. Also jetzt gerade, wenn du das Wort Melloton, ich kann hier in Berlin gibt es das Subharkord in der Akademie der Künste, ein fantastisches Instrument. Ich glaube aber nicht, dass ich dafür komponieren würde, weil es gibt nur dieses eine funktionierende Instrument auf der Welt, oder? Also das heißt quasi, wenn ich damit, jetzt wir gehen gerne mit dem Stück hier auf Tournee und waren jetzt schon in ganz Europa damit, wenn ich jetzt mit dem Subharkord, dann kriege ich das gar nicht, um damit auf Tournee zu gehen, weil das darfst du kaum bewegen, so empfindlich ist das. Ich könnte noch ganz kurz was dazu sagen, der Gegensatz digital-analog. Ne? Die echten Analog-Fans sind ja meine, analog ist tausendmal besser als digital. Mit digital kann man den Sound gar nicht nachmachen. Das stimmt nicht so ganz. Also man ist digital schon, sagen wir mal, bei 98% des Originalklangs. Warum man immer noch einen Synthesizer benutzt, egal ob er alt oder neu ist, liegt an etwas ganz anderem. Ich habe mir jetzt gerade einen neuen Synthesizer gekauft und das macht so Spaß, damit zu spielen. Es macht viel mehr Spaß, als das synthetisch nur über Laptop zu spielen, weil der Zugriff viel einfacher ist. Man hat auf diesen Synthesizern, wie auch früher bei Minimoog, ja ganz viele Drehknöpfe. Man dreht da dran rum, LFO 1 und 2 und das, was man da alles, kann man unglaublich viel einstellen. So ein Synthesizer, 20, 30 Knöpfe und Filter, jeder macht was anderes. Und das muss man sonst digital über Mausklick immer eingeben. Und das finde ich ein bisschen lästig. Und weil ich bin ja so ein Improvisationskünstler, ich möchte sofort das haben, was aus meiner Seele rausschreit. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder so einen Synthesizer gekauft, stelle ich da hin
Und dann mache ich dann leider die Boxen sehr laut und dann drehe ich die Filter und das schreit und tobt. Ja, und dann bin ich glücklich, mehr brauche ich nicht. Ja, da gibt es ja auch inzwischen, was ja schon fast absurd erscheint, bestimmte Instrumente und das ist dann eigentlich, ist da eine digitale Hardware drin und dann werden sie aber doch so konstruiert, dass man dann wie Haptik wieder so ein bisschen zurückholt, dass man dann doch Knöpfe drehen kann und so weiter. Ich möchte bei der Gelegenheit übrigens noch eine wichtige Ergänzung machen, weil wir haben über die Elektronik gesprochen und über die Zusammenarbeit mit den Musikern, mit dem Ensemble Mosaik, was aber wirklich natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Zusammenarbeit mit Wolfgang Heiniger, der für mich die Instrumente programmiert. Also quasi diese künstlerische Zusammenarbeit quasi der, vom Programmierer, der auch gleichzeitig ja jemand ist, der quasi Ideen irgendwie rein. Also das ist ja, das Programmieren ist ja auch eine künstlerische Arbeit, weil der muss verstehen, was ich brauche. Er bietet mir was an, was ich zum Teil nicht brauche und keine Ahnung, also bis sich das irgendwie entwickelt. Das ist ja ein gemeinschaftlicher Prozess, im Grunde auch wie mit einem Musiker, der irgendwie mit einem Cellisten, mit dem ich Klänge ausprobiere, bis wir dann quasi wissen, okay, jetzt kann ich das Stück für dich schreiben. So ist es auch mit der Software, die ja quasi für den Anlass, also für den Abend heute speziell nur für dieses Stück entwickelt wurde. Das ist ja auch etwas anderes, als quasi, wenn ich einen fabriküblichen Synthesizer kaufe und dann gucke, was der kann. Sondern hier ist es quasi so, was will ich eigentlich und was so. Und dieser Prozess, der quasi ganz am Anfang steht von der kompositorischen Arbeit, der gehört ja mit zum Wichtigsten überhaupt, dass das überhaupt möglich ist. Sind Fragen im Publikum? Ich sehe keine einzige. Da. Ja, da ist eine. Einen Moment, da kommt ein Mikro. Ich hätte eine Frage für Eno Poppe. Und das ist nämlich, also ich finde, Sie stehen im Dialog, also bezüglich des Rundfunkstückes heute. Sie stehen im Dialog mit der Vergangenheit, also die Musik der Vergangenheit. Also meiner Empfindung nach, nämlich, ich würde sagen, zum Beispiel Ligeti oder Bartok, also ich rede von dem Komponieren. Ich finde, ist eigentlich egal. Also meine Frage ist, finden Sie, dass Sie stehen im Dialog mit der Vergangenheit? Und wenn ja, womit? Natürlich stehe ich im Dialog mit der Vergangenheit. Das ist ja vollkommen klar. Also ich bin eigentlich immer mit Musik umgeben. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich kann das und will es auch überhaupt nicht leugnen, dass ich quasi, dass mir Beethoven über die Schulter schaut, wenn ich komponiere. Ich habe keine Ahnung, wer auch immer. Diese Bindung an die Vergangenheit ist mir wichtig, an die Tradition. Und das ist das eine, ist irgendwie die Tradition von komponierter Musik. Das ist das, was ich höre. Das fließt alles irgendwie durch mich hindurch. Und es gibt aber keins, wo man jetzt genau sagen könnte, das ist deshalb, weil es so ist. Und das werden auch verschiedene Leute verschieden sehen. Natürlich kann man den Anfang, den ersten Teil von Rundfunk, kann man als Variationensatz irgendwie anschauen, als Passacaglia meinetwegen sogar. Ist aber egal. Also das sind quasi das sind ja nur Krücken. Also quasi diese Bindung an die Tradition ist auch für einen Zuhörer eine Krücke, um mit zu helfen in einem Stück, was quasi viel Unerwartetes bereithält, sich besser zurechtzufinden. Und vielleicht stelle ich das auch selbst bereit, weil ich muss mich ja immer Material selbst auch zurechtfinden, weil es für mich selbst auch eine an diese Fülle ja einfach riesengroß ist. Man darf ja nicht vergessen, dass ich in dem Stück, also ich habe insgesamt weit über 500 verschiedene Klänge programmiert. Ja, also einfach nur diese Fülle von verschiedenen Presets, von verschiedenen Sounds. Also um dort quasi eine Ordnung hier reinzubekommen, eine Übersicht und die Übersicht, mich nicht komplett zu verlieren in dem Ganzen, hilft mir Struktur. Also die Struktur, ohne Struktur würde das Ganze nicht funktionieren. Und die Struktur ist aber keine Struktur, die jetzt von irgendwoher kommt, sondern die gehört so ganz genuin zu dem Stück dazu, die es zu dem Stück entwickelt. Ist also Teil auch der Idee und der Physiognomie.
ist also jetzt keine, nichts, was ich da von Ligeti übernommen hätte. Aber es gibt natürlich etwas, wo jeder sich an etwas erinnert. Das finde ich auch gut. Wer möchte noch? Da ist noch jemand. Enno, zuerst danke für dein wunderbares Stück. Wenn man sich mit dieser elektronischen Musik in den 80er Jahren beschäftigt hat, man weiß, dass alle diese Synthesizer, Moog, Korg und so weiter, jeder eine Farbe hatte, du hast das erwähnt, und auch eine Logik, zum Beispiel diese Logik der Envelope, ADSR und so weiter. Und das benutzt du nicht, und du hast auch das gesagt, du benutzt sehr kurze Klänge, ein bisschen archetypal, ein bisschen diese Karikatur von Klänge von den Leuten, die diese Moog nicht benutzt haben, ein bisschen so Presets, Klänge und so weiter. Und du machst das sehr gut, weil du entwickelst das mit deinem Art. Was ich wollte wissen, ist, wie du gearbeitet hast. Hast du viel mit diesen Klängen gearbeitet, um deine Schrift zu entwickeln? Oder hast du ein bisschen mehr formal gearbeitet und danach mit den Klängen dich angepasst? Also es ist hier so, dass es überhaupt ohne Impro nicht möglich gewesen wäre. Also ich habe quasi erstens viele von den Klängen schon seit vielen Jahren. Also wenn du ältere Stücke von mir kennst, was ich so Interzone und Salz, das ist ja schon 14, 15 Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit Synthesizern gearbeitet habe. Also manches davon hat sich trotzdem auch in diesem Fall erstmal über Improvisation erschlossen, also dass ich auch bestimmte Klassifikationen, die Instrumente kennenlernen, also mich damit beschäftigen, das hat eigentlich schon Monate gedauert. Und dann habe ich über lange Zeiträume die Orgeln überhaupt nicht angerührt. Also wirklich gesagt, ich habe das jetzt alles in meinem Inneren irgendwie gespeichert. Also meine ganze Handlungsenergie erstmal weg. Und jetzt muss ich erstmal denken und mich fragen, wie kann ich, weil quasi für mich war von vornherein klar, eine Stunde. Also das war so, eigentlich war für Rundfunk war 53 Minuten 30, weil es gibt Nachrichten, dann die Ansage von dem Stück und dann das Stück. Also quasi, das ist leider ein bisschen zu lang geworden. Also ein paar Minuten so, aber das war eigentlich der Plan für die Dauer und etwas zu finden, wo ich das Gefühl habe, ich komme da überhaupt durch, ich kann eine Spannung bauen über eine Stunde und ich kann mein Publikum da durchführen, sodass irgendwie die Leute bei mir bleiben. Das kann ich über Improvisation nicht hinkriegen. Dafür muss ich das erstmal innen haben und dann quasi das zusammenzufügen, also dieses Fummeln, so, oder? Also dieses improvisatorische Element und dieses Lustvolle, was ich ja immer nur mit einem Instrument auf einmal kann, weil ich habe nicht die neuen Synthesizer, habe ich nicht da, ich kann die weder zu Hause, ich kann nicht auf neuen Synthesizern gleichzeitig improvisieren. Also das heißt quasi überhaupt schon, um den Gesamtklang zu haben, muss ich mir das alles merken, was ich dort improvisiere. Und quasi diese Bindung von der Handlung zur Schrift, die quasi eigentlich komplett sinnwidrig ist, weil die Tasten sind ja nicht mit den normalen Tönen belegt. Also da sind ja dann zum Teil Akkorde auf den Tasten oder es liegen die hohen Töne sind unten und die tiefen Töne sind oben. Also die verschiedensten Arten von Tastaturbelegungen, die sich ständig verändern. Also es gibt von der Schrift keine Bindung an den Klang. Also ich kann das, was normalerweise beim Komponieren eigentlich toll ist, dass ich lese die Noten und ich weiß schon, wie es klingt, das geht hier nicht. Ich kann aber auch das nicht spielen, weil ich kann dann keine neuen auf einmal spielen. Also das war tatsächlich am Ende ein sehr schwer zu schreibendes Stück, weil es quasi so viel Widerstand gegen meine kompositorischen Routinen auch irgendwie darstellt, was ich aber dann auch wieder gut fand, weil diese Routinen muss ich auch wirklich selbst widerstehen, ja, und denen etwas entgegensetzen. Ja, noch ein also ich kurzes. Muss doch noch eine Sache kurz fragen oder ergänzen. So, Enno hat jetzt zweimal bei seinen Auslegungen das Wort Improvisation benutzt. Du böser Junge, du improvisierst mit den Geräten. Ja, guck mal, das war doch früher üblich. Ja. Johann Sebastian Bach, ja. 1700 bis 1750, der hat stundenlang in Kirchen gesessen, hat Orgelmusik frei improvisiert, hat da seine ganzen Sachen entwickelt. Toll, früher konnten die das. Die Musiker haben früher klassische Musik komponiert, geschrieben und haben aber auch öffentlich frei improvisiert. Und warum machen das die sagen wir, klassischen Künstler heute nicht?
Bach hat aber auch diese Improvisation alleine gemacht. Also Bach hat nicht mit seinen Musikern, der hat nicht mit neuen Orgeln sich hingesetzt und improvisiert, sondern hat sich alleine hingesetzt. Klar, und ich stimme dem zu, dass das verloren gegangen ist. Also so zum Beispiel in den Konzerten, wo die Leute so Kadenzen improvisieren, das macht eigentlich heute kaum jemand. Dabei wäre das wirklich unglaublich interessant. Ich denke mal drüber nach. Ich habe da sonst keine Antwort drauf. Auch Barockmusik heute live aufführen, aber dann das Ergänzen wie früher live improvisieren, ist doch eine ganz tolle Sache, aus dem Augenblick heraus mal so einen Sound zu machen. Diese Trennung ist ja auch noch recht jung. Die ist ja im 19. Jahrhundert irgendwann gekommen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt, glaube ich, langsam schließen. Da bleibt mir eigentlich nur noch euch beiden ganz herzlich zu danken für eure Gedanken und für das Gespräch und auch dem Publikum für das Interesse. Wenn Sie noch ins nächste Konzert gehen, da gibt es unter anderem ein hyperreales Klavier. Das könnte interessant werden. Viel Spaß und einen schönen Abend und vielen Dank. Applaus